Eben diskutieren wir noch ein mögliches Jahreshoch und jetzt schon wieder das R-Wort, Rezessionswort und entsprechend niedrige Kurse. Aber macht einmal ein Gesamteinkaufsmanager-Index schon eine Rezession? Die Aussichten zum Quartalsende und zum Herbstsaisonauftakt nach der mauen Sommersaison, das besprechen wir alles mit Robert Halver von der Baader Bank. Schönen guten Tag, Robert Halver. Ich begrüße Sie. Ja, wir hatten ja eigentlich so ein bisschen schon das Jahreshoch im Auge, aber jetzt kommen die Rezessionssorgen wieder zurück. Einkaufsmanager-Indizes, die waren schlecht. Sowohl Industrie wie Dienstleistung, wie Gesamtindex, aber ein Einkaufsmanager-Index macht noch keine Rezession. Ja, ich kann jetzt böse sagen, wir sind ja schon in der Rezession. Industrie ist schon in der Rezession. Mhm. Die Autoindustrie auch, wenn man sieht, die weltweiten Absätze, gerade deutsche Autohersteller, das ist schon Rezessionsniveau, das muss man klar erkennen. Von daher ist das jetzt nochmal ein weiteres Argument zu sehen, ja, wir sind in die Rezession, wir gehen in die Rezession. Das kann die Bundesregierung auch nicht mehr jetzt definitiv ausschließen. Wir werden auch dann wahrscheinlich 2-3 Quartale Rezession haben. Okay, das ist dann die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, was geht jetzt weiter? Da haben wir natürlich jetzt zunächst die Geldpolitik, die weiter üppig sein wird. Aber viel wichtiger wäre natürlich, dass wir an der fundamentalen Front für Aktien, Handelskrieg, dass wir da mal ein bisschen Bewegung kriegen, ein bisschen frische Luft reinbekommen. Ja? Luft ist, wenn dann eher kälter. Ja, aber frische Luft kann auch gewisse Dinge als Staub aus den Augen wegblasen. Das heißt, wenn die Handelsgespräche dann doch im Oktober zwischen China und USA dann stattfinden sollten, kann man vielleicht einen Teilfrieden hinbekommen oder eine längere Pause, der Feuerpause, um zu sagen, jetzt wollen wir mal alle mal wieder ruhig werden hier. Das wäre natürlich wichtig. Ansonsten haben wir natürlich gerade in Deutschland große Probleme, zumal ja auch, das darf man wie immer klar sagen, wir in puncto Innovationsfähigkeit viel zu wenig tun. Da kommt ja sehr wenig. Aber heißt für Sie, dass jetzt die chinesische Agrardelegation ihre Reise zunächst in die USA mal abgesagt hat und viele schon wieder alarmiert sind, was jetzt mit dem Handelskonflikt passiert, ist nicht das große Problem? Das heißt, eine Lösung ist immer nach wie vor gut möglich, wenn auch nicht zeitnah? Ja, man muss ja die zwei Streithähne sehen. Die Chinesen sehen ja auch, dass der Export schon hapert und dass schon Probleme haben, ist ihre Binnenkonjunktur da über Wasser zu halten. Sie wachsen zwar immer noch dramatisch mit 6% offiziell, okay, inoffiziell ist es deutlich weniger, aber es macht sich bemerkbar. Und Amerika ist auch von der Rezession nicht gefeit, auch wenn Herr Powell letzte Woche das nicht so gemalt hat, einfach um Trump nicht so stark das Wort zu reden. Amerika ist auch angeschlagen, der Arbeitsmarkt hat das Beste hinter sich und Amerika ist überschuldet. Da kann man jetzt keine Flaute gebrauchen. Das könnte Trump besänftigen, dem Motto, irgendwie brauche ich eine Konfliktlösung mit den Chinesen, weil die einfache Konfliktlösung, das ist die FED, die Notenbankzinsen dramatisch senkt, auf null, wie es gerne hätte, Trump, das wird eine US-Notenbank natürlich niemals tun. Also bleibt der letzte Ausweg, irgendwie einen Frieden mit den Chinesen, um damit der Aktienmarkt sich wieder stabiler zeigt. Nur ist der Aktienmarkt in den USA ja noch relativ stabil. Was bedeutet es jetzt? Wir sehen jetzt langsam das Quartalsende und sozusagen den, nennen wir es Saisonauftakt in die Herbstsaison. Der Sommer gilt ja immer als Flaute an den Börsen. Aber das Sprichwort sagt ja auch, remember to come back in late September. Hätte ja auch in diesem Jahr geklappt, aber das zusammen sehen wir dann eher den DAX eher Richtung 12.000 weiter runter. Oder haben wir doch noch die Möglichkeiten, zum Jahreshoch zurückzukommen, wo wir schon relativ dicht dran waren? Wir haben gute Chance, das Jahreshoch noch zu sehen. Da bleibt die Geldpolitik, die ist ja logischerweise üppig. Es bleibt eben die Hoffnung, das muss man dazu sagen, ist eine Hoffnung, dass der Handelskrieg sich ein bisschen jetzt wieder befriedet. Und dann müssen wir weiterschauen. Natürlich haben wir noch dann diese dumme Brexit-Frage, aber anscheinend ist die EU ja bereit, ein bisschen Herrn Johnson entgegenzukommen. Ich hoffe allerdings nicht zu viel, sonst macht sich die EU lächerlich. Aber wenn man diese Gemengelage sieht, ja, dann bleibt nach wie vor der Aktienmarkt eben übrig. Was wir nicht gebrauchen können, sind militärische Auseinandersetzungen, aber auch die sehen wir nicht. Und Angst zu haben, dass der Ölpreis uns da oben wegbricht, das haben wir auch nicht, weil einfach selbst die Saudis jetzt ruhigere Töne anschlagen, der Iran ja keinen Krieg haben will und Amerika sowieso nicht, weil dieser Krieg wäre für den amerikanischen Aktienmarkt das Schlimmste, was passieren könnte. Noch weiter steigende Ölpreise bei einer Eskalation, das braucht kein Mensch. Und dieser Konflikt ist sicherlich nicht in 6 Monaten gegessen. Das würde Jahre dauern, weil es ja auch ein Pulverfass ist, das explodieren würde. Also von daher sind die Pro-Argumente für einen stabilen Aktienmarkt im Schlussquartal größer als die Risiken. Was muss, könnte der Euro dazu beitragen, der erst noch relativ unauffällig war, aber sich jetzt allmählich so nach abwärts aufmacht?
Der Euro hat für mich nicht die große Bedeutung. Früher hat man gesagt, eine Währung ist immer die Aktienkurs eines Landes, einer Region. Danach müsste man natürlich so machen, wenn man an Europa denken. Ja? Aber da Amerika auch keine starke Währung haben will, die Chinesen auch nicht, die Japaner nicht, die Briten nicht, die Schweizer nicht, ist das Thema nicht mehr so stark. Früher sagt man immer, oh, geht die Währung runter, was ist da los? Aber Herr Trump möchte ja einen sehr schwachen Dollar haben, damit er besser exportieren kann. Ja? Von daher beneide uns ja fast ein bisschen um unsere schwache Währung. Aber ich würde die Währung jetzt nicht als Mediathekel für kommendes Ungemach sehen. Okay. Robert Halver, vielen Dank. Ja. Kein Problem auf der Währungsseite, kein Problem beim Ölpreis, kein Problem mit kriegsähnlichen Zuständen. Das will kein Mensch, das braucht keiner. Handelskonflikt bleibt ein Thema, Rezession ist und bleibt ein Thema. Und ja, in Folge schwache Aktienmärkte. Aber Robert Halver geht davon aus, dass ein Jahreshoch im DAX durchaus doch noch möglich ist.